Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Unboxing für dich, denn Sarah Desideria hat in Kooperation mit der Glossybox eine eigene Box herausgebracht. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Das ist so eine Special Edition Box gewesen, die für Abonnenten 35 Euro gekostet hat und für Nicht-Abonnenten 35 Euro. Ich weiß nicht, ob mein Code Claudia oder Claudi Limited darauf auch gilt. Das heißt, dass ihr dann quasi als Nicht-Abonnent die Box dann auch nochmal 5 Euro günstiger bekommt. Versucht es gerne mal. Und ich habe sie jetzt nicht in der Kooperation zur Verfügung gestellt bekommen, sondern ich habe sie mir ganz selbst bestellt, weil ich neugierig bin, was da so drin ist. Sarah Desideria gucke ich ab und an mal. Auch so, wenn es um Adventskalender und so weiter geht. Ich habe halt für mich herausgefunden, dass sie sehr auf Banana Beauty steht, auf Hello Body, auf Piolet. Und ich hoffe, dass wir diese drei Marken hier auch in der Box drin haben werden. Da bin ich super gespannt drauf. Und das Design von der Box finde ich schon mal richtig schön. Cool finde ich auch, dass hier ihr Name drauf steht. Und ich finde es echt herzlichen Glückwunsch. Cool von ihr, dass sie auch eine eigene Box mit Glossybox rausgebracht hat. Und ich hoffe, dass die liebe Sarah da auch ihren Vibe richtig mit reingebracht hat, denn sie ist ja so ein High-End-Girl und die Box soll ja auch einen sehr hohen Wert haben. Da bin ich echt gespannt drauf. Vielleicht haben wir sogar irgendein Fashion-Piece oder so, weil sie ja auch so eine Fashion-Bloggerin ist. Müssen wir mal gucken, ne? Ob da vielleicht ein cooles Haarband oder Stirnband oder so drin ist. Ich glaube, sie trägt auch relativ viele solche Haarbänder, ne? Und ja, genau, hier ist das Booklet, wo drin steht, was drin ist. Und ich kann euch ja genau einfach mal so ein bisschen das Vorwort vorlesen und dann schauen wir einfach mal rein. Auf Instagram, YouTube und TikTok begeistert Sarah Desideria mit ihrem Stil und Trendbewusstsein Tag für Tag eine große Community beauty-affiner Follower und ist für viele von ihnen eine echte Inspiration. Gemeinsam mit der Influencerin haben wir eine Limited Edition der Glossybox kreiert, die voller Beauty-Liebe steckt und obendrein ganz besondere Must-Haves für dich bereithält. Freu dich auf einen perfekten Mix aus zeitlosen Klassikern und Sarahs Favorites mit einer exklusiven Auswahl an Make-up, Duft sowie Pflege-Essentials, die dir deinen Beauty-Alltag versüßen. Viel Spaß beim Entdecken und Ausprobieren wünscht dir dein Glossybox-Team und Sarah Desideria. Ja, cool, dann sind hier die ganzen Produkte aufgeführt mit Preisen. Die kann ich euch dann auch entsprechend einblenden. Und hier haben wir dann einmal das Seidenpapier, was mit einem Seidenschleifchen zusammengehalten wird, wie das auch bei der generellen monatlichen Glossybox der Fall ist, ne? Übrigens, Glossybox bringt in letzter Zeit eine LE nach der anderen raus, oder? Die haben jetzt gerade auch was mit Deichmann am Laufen, dann die Black Friday Edition, die Christmas Edition. Was haben wir denn noch? Den Adventskalender sowieso, also richtig viel. Die hauen hier eine nach der nächsten raus und dann noch den Sale und so. Sehr interessant, oder? So, dann habe ich jetzt hier einmal das Geheimnis gelüftet und hier haben wir den Blick in die Box. Ich sehe aber hier noch nicht Hello Body oder sonst irgendwas von den Sachen, die ich gerade erwähnt habe. Mal gucken, vielleicht ist hier ja irgendwas mit dabei, was auch so ein bisschen in diesen Sarah-Vibe reinpasst. Mal gucken, mal gucken. Okay, das passt hier vom Design schon mal mit rein. Ich finde das Produkt auch gut, aber ich muss sagen, dass wir das jetzt schon in ziemlich vielen Glossyboxen in letzter Zeit drin hatten. Das ist von Kia T. London, das Extraordinary Loose Powder. Ich finde das super, ne? Ich finde das auch optisch total schön. Das passt auch vom Design her, also dieses Verspielte zu der Sarah Desideria. Aber da hätte Glossybox sich vielleicht darauf hinweisen können, als sie dann die Auswahl getroffen hat, dass das jetzt schon vermehrt in recht vielen Boxen drin war, ne? Also für mich persönlich ist es cool, weil ich das Puder richtig gut finde. Habe ich jetzt aktuell nicht in Anwendung, aber ich hatte es bis vor kurzem noch in Anwendung und finde das gut, ne? Das funktioniert bei mir gut, settet schön mein Make-up und meine untere Augenpartie. Es sieht alles echt schön weich gezeichnet aus. Also das Produkt an sich schön, ne? Aber irgendwie schade, dass wir das jetzt schon wieder so, ne, in der Box mit drin haben. Dann habe ich hier etwas, das versteckt sich noch ein bisschen, Basic Skin Silicone Exfoliating Pad. Okay, damit hätte ich sie jetzt nicht unbedingt in Verbindung gebracht, muss ich gestehen. Weil das ist jetzt ja auch keine so super bekannte Geschichte. Also ich kenne die Marke jetzt ehrlich gesagt nicht. Jo, das ist so ein kleines Pad. Damit kann man sein Gesicht reinigen. Sowas ist wichtig, definitiv. Und du hast hier hinten noch so einen Saugnapf dran, dann kannst du es so an dein Waschbecken dran machen und damit deine Pinsel reinigen, ne?
Ich habe meinen PMD Rose Quartz Roller, mit dem ich sehr, sehr zufrieden bin. Den habe ich mal zugeschickt bekommen und benutze ihn seitdem so häufig. Und ja, der hat halt auf der anderen Seite nochmal so einen Rosenquarz, der auch warm wird und so. Und deswegen verwende ich solche Tools dann dementsprechend natürlich nicht mehr, weil ich brauche nicht 5 von diesen Produkten bei mir im Badezimmer, wenn ich halt schon was habe, ne? Aber an und für sich ist das ein Produkt, was cool ist. Und ich finde auch, Sarah, Desideria hat ja auch immer eine ziemlich krass schöne Haut. Dann passt das eigentlich irgendwie schon. Also ich versuche jetzt wirklich diese Brücke auch zu bauen, sagt man so, ne? Sprichwörter und ich, zu ihr, zu dem, was ich so von ihr kenne und sehe. Ja, mal gucken. Dann habe ich hier etwas drin und zwar von Emasa Magic Finish in der Farbe Berry Tint, ein Lippenstift, ein Satin Lipstick. Finde ich klasse, mag ich gerne leiden, finde ich wunderschön. Ich habe jetzt auch tatsächlich heute einen von dieser Reihe halt drauf in der Farbe Ruby Red. Ne? Das ist mein, ich packe nachher Adventskalender aus, Lippenstift. Ja, und das ist halt auch nochmal eine schöne Farbe. Kommt auf jeden Fall ins Full Face Beauty Boxen mit rein. Ist jetzt hier noch sehr gut verschweißt. Ich persönlich habe jetzt noch nicht so ultra häufig gesehen, dass sie mit Emasam oder Asam Beauty kooperiert. Das wäre jetzt eher so ein Produkt, wenn jetzt zum Beispiel Maxim eine Box mit Glossy Box rausbringen würde, was ich übrigens hart feiern würde, was ich da drin erwarten würde, weil man bei ihm halt super häufig auch im Asam auf dem Kanal sieht. Das habe ich jetzt bei ihr noch nicht bewusst wahrgenommen. Ich weiß jetzt auch nicht, ob sie den im Asam Adventskalender ausgepackt hat, den Magic Finish mit den Make-up-Produkten. Also den werde ich auch definitiv behalten, weil ich die Geschichte wunderschön finde und das Verpackungsdesign schön finde. Das schließt halt hier auch immer so schön magnetisch. Ja, die Farbe ist auch Hammer, ne? Und das hält auch echt gut. Das ist eine ganz tolle, gefällige Farbe. Doch, die mag ich leiden, ne? Nee, das ist ein schönes Produkt. Aber wie gesagt, ich kann jetzt da noch nicht so die Ultrabrücke zu Sarah machen. Dann habe ich hier etwas drin und zwar ist das von Kriolan ein Produkt, eine Supreme Volume Mascara. Die war auch in der Sneak Peek mit drin. Und Kryolan haben wir tatsächlich das ein oder andere Mal in Glossy Boxen drin gehabt. Ich glaube, zuletzt hatte ich ein Augenbrauengel oder so von denen mit dabei. Das ist halt etwas, eine Marke, die ist aus dieser ganzen Theater- und Filmindustrie gewachsen und hat dementsprechend eine super krasse Haltbarkeit. Und ja, deswegen ist es eigentlich ein gutes Produkt, ne? Wird auch in meinem Fullface Beauty Boxen dann ausprobiert werden, ob das dann auch gut auf den Wimpern ist. Huch! Geile Verpackung, also fühlt sich so matt an, finde ich echt schön. Ein Gummibürstchen, sehr trocken, was so tannenbaumförmig zusammengeht. Aha, muss ich ausprobieren, ne? So Noppen außen drum zu. Sehr, sehr interessant. Wie gesagt, das muss ausprobiert werden. Da kann ich jetzt so noch nicht wirklich viel zu sagen, aber ich finde es cool, dass es mit drin ist. Theater- und Filmindustrie. Ja gut, sie macht halt YouTube-Videos, ne? Also es ist ja auch Video in dem Sinne. Aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass sie. Da hätte ich jetzt so eine Mascara von Banana Beauty zum Beispiel erwartet. Das wäre so mein Gedankengedöns gewesen. Dann haben wir hier Pflege mit drin. Das ist eine Marke, die sehr hochpreisig ist. Symbiosis London, HA und SB. Hyaluronic Acid und Shea Butter. Ultra Rich Regenerating Night Treatment 50 ml. Das ist ein cruelty-free Produkt, also tierversuchsfreies Produkt. Und das ist eine Gesichtscreme, die man halt so abends verwenden kann. Finde ich persönlich total cool. Und da es ein hochpreisiges Produkt ist, finde ich, dass es zu ihr passt. Aber ich habe die Marke bei ihr jetzt ehrlich gesagt noch nicht so wirklich gesehen, ne? Also sollen ja ihre Favoriten irgendwie sein. Dann habe ich hier eine kleine Palette drin von Steve Laurent. Auch die kommt mir bekannt vor. Die hatten wir doch auch schon mal drin gehabt, oder? So. Ich weiß gar nicht, ob ich die sogar noch habe oder ob ich die weitergegeben habe. Nee, ich meine, sie da hinten stehen zu sehen. Heißt, das kommt dann auch ins Fullface Beauty Boxen rein. Müssen wir mal gucken, ob die dann auch zum Einsatz kommt. Schaut so aus. Ist eine lilafarbene Verpackung. War die nicht in der Geburtstagsedition? Also so im August oder so drin? Also im Sommer hätte ich jetzt gesagt, ne? Von der Glossy Box. Ja, die Farben sind jetzt nicht so spektakulär. Sind so Nude-Töne und warme Töne. Aber Sarah trägt jetzt ja auch nicht so krasse Looks, ne? Also die ist auch eher etwas zurückhaltender vom Make-up unterwegs, abgesehen von den Lippen, die knallen bei ihr. Oder sind dann halt auch, ne, etwas voluminöser bei ihr. Aber ja, die Augenlooks sind immer zurückhaltend. Stimmt, ein Eyeliner hätte ich jetzt hier auch drin vermutet, weil sie trägt auch immer einen Eyeliner. Vielleicht kommt der nachher noch, müssen wir mal gucken. Aber ja, so eine Palette
ist schön, wenn man, also ich freue mich immer, wenn ich eine Lidschattenpalette in der Glossybox drin habe. Was ich halt ein bisschen schade finde, wenn man die halt jetzt schon dieses Jahr schon mal mit drin hatte, ne? Das hätte jetzt nicht unbedingt, aber ich weiß auch nicht, was sie da für eine Auswahl hatte, ne? Aber ja, das finde ich schade. Celebration Edition steht ja auch drauf, ja. Genau. Ja, passt irgendwie zu ihr, aber irgendwie... Dann habe ich hier noch einen Lippenpflegestift drin. Nee, kein Eyeliner, schade. Von Be Natural Beeswax Lip Balm Coconut Vanilla. Hier haben wir dieses Kokosnuss, was sie bei Hello Body Produkten halt öfters hat. Gut, da würde ich jetzt sagen, ist die Verbindung geschaffen worden. Und Lippenpflege kann man auch immer gut gebrauchen. Und sie ist ja auch wirklich lippentechnisch immer großartig unterwegs, ne? Das heißt, sie hat wunderschöne Lippen und da kann ich mir auch vorstellen, dass ein Lippenpflegestift in der Box angebracht ist, ne? Ja. Okay, dann habe ich hier das letzte Produkt und das ist ein Parfum. Okay. Hätte ich jetzt mit ihr, also dieses Parfum, gar nicht in Verbindung gebracht. So Chanel oder, da kriegst du nicht in der Glossybox, ist klar, ne? Prada und sowas, das ist halt eher so das, wo ich denke, das trägt sie auch als Parfum. Aber nicht Betty Barclay. Sorry. Glaube ich einfach nicht. Ich glaube es einfach nicht. Tender Blossom Eau de Toilette Natural Spray. Transportschutz bitte entfernen. Aha, na guck. Ich lasse das aber verschlossen, weil ich habe so viele Parfums jetzt mittlerweile da, dass ich jetzt kein weiteres aufmachen werde. Da muss ich erstmal ein bisschen was aufbrauchen. Und dann wird es wahrscheinlich mal verlost werden. Oder vielleicht kriege ich richtig Bock, das aufzumachen. Wir schauen mal, was hier die Duftnoten sein sollen. Die blende ich euch auch mal hier so ein bisschen ein. Ne? Gefühlvoll, feminin, charmant. Dieser Duft, genau wie seine Trägerin, zieht in seinen Bann und lässt nicht mehr los. Feine Blumenakzente legen sich hauchzart auf deine Haut und vollenden dein Auftreten mit inspirierender Eleganz, Grazie und Lebensfreude. Ein Must-Have-Duft für den Alltag. Ja, ich liebe Duftbeschreibung, könnte ich mir den ganzen Tag durchlesen, ich sag euch das. Ja, wie gesagt, ich würde tatsächlich bei ihr eher weniger diese blumigen Düfte sehen, sondern eher diese schweren, sehr, sehr teuren Düfte. Und da hätte man vielleicht alternativ zu dem Originalduft von, keine Ahnung, von dann Chanel oder so, ne? Da gibt es doch auch Alternativen von Larisse oder von Larif oder sowas oder von Kalin, ne? Dass man sowas halt reingemacht hätte und dann quasi als Zwilling von ihrem Lieblingsparfum hätte ich persönlich authentischer gefunden. Wir haben jetzt die Box einmal leer gemacht und haben jetzt mal reingeschaut. Ja, also für mich ist es wirklich schwer, das jetzt wirklich, wirklich mit ihr in Verbindung zu bringen. Ihr habt es ja auch gemerkt, ich habe versucht, sehr kreativ das Ganze zu denken. Ich hatte mehr erwartet. Ich habe andere Produkte, andere Marken erwartet und bin jetzt leider persönlich ein bisschen enttäuscht, muss ich ganz ehrlich gestehen. Finde die Produkte an sich aber gut. Ja. Aber es ist halt die Sarah Desideria Edition. Da hätte ich mir einfach mehr so ihren Vibe reingewünscht. Und mir persönlich fehlt zum Beispiel auch so ein kleines Schmuckstück. Weil ich weiß nicht warum, aber sie trägt doch auch immer relativ viel Schmuck. Jetzt auf diesem Bildchen nicht, ne? Aber ansonsten sieht man sie ständig mit irgendwelchen Klimbim-Ohrringen, Klimbim-Ketten und so weiter. Ich weiß nicht. Schreibt mir gerne mal eure Meinung dazu unten in die Kommentare. Das würde mich mal echt interessieren. Und also die Box, wie gesagt, lohnt sich, passt aber nicht ganz zu der Sarah Desideria. Wenn euch mein Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!